Gut, so viel dazu. Sammle Lohe von den Läufern haben wir auch noch, aber das sind unsere Quests. Aktiv. Ayla hat jahrelang trainiert. Nee, das ist die Hauptquest, ne? Fußstapfen ihrer Mutter. Aufträge. Ich würde sagen, wir machen erstmal das jetzt. Aktivieren. Rede mit der Grata. Wir haben ja auch ein bisschen Fleisch gejagt, auch wenn es scheinbar nicht nötig war. Wir müssen nur mit ihr reden und. Ja, toll. Die sind davongestiefelt und lassen mich hier oben stehen. Und so und so und so. Ein Assassin's Creed Todessprung gibt es hier scheinbar nicht. Dass man irgendwo reinhüpft. Das ist, ja, nicht so toll. Kann ich mich hier irgendwie an die Kante? Ja, gerade so. Können wir an das gelbe Ding? Ich wollte doch nur an das gelbe Ding. Na gut, nehmen wir halt den schnellen Weg nach unten. Auf zu Grata. Oh Gott, jetzt sieht man das Ding erstmal richtig. Was ist das? Sind das Tentakel von irgendeiner Megamaschine? Wow. Rede mit Grata, da tun wir das mal. Da ist eine Ruine. Aber die ist grün, die Ruine. Ist das die, in die wir reingefallen waren? Können wir da mal hin? Sind hier noch so eine Fichterle unterwegs? Hoppala. Ich hoffe nicht. Ich meine, wir haben hier genug Gras, da könnte man doch denken, dass hier welche sind. Ich würde gerne mal gucken zu dieser Ruine, ob das die ist, wenn es grün ist. Die Feuer werden ja auch grün. Ist das das? Nicht darunter, ohne komme ich dann wieder hoch? Das ist halt meine Frage, komme ich dann wieder hoch? Gibt es hier irgendwo ein Feuer als Schnellspeicherpunkt? Ich würde aber denken. Wartet mal. Ortskarte aufrufen. Das ist alles relativ erkundet, oder? Hier das Runde. Ist das das, wo der in der Mitte lag, wo wir unseren Ohrstöpsel her haben? Ich traue mich jetzt ehrlich nicht da rein zu hüpfen, weil ich dann Angst habe, nicht wieder rauszukommen. Und dann muss ich laden und der nächste Speicherpunkt ist vielleicht ein bisschen weiter weg. Dann müssen wir den Proben wieder suchen. Das wirft uns halt zurück, wenn ich sowas. Nur weil ich irgendwelchen Blödsinn mache. Also, ha. Vielleicht probieren wir das lieber ein andermal. Zumal, wenn das grün ist, wie gesagt, dann denke ich. Oh, sehr nützlich. Dann denke ich, das ist genauso wie mit den Feuern, die werden ja auch grün, sobald wir sie entdeckt haben. Also hoffen wir mal das Beste, dass das wie so ein Lagerfeuer halt abgehakt ist, die Ruine. Hier liegen auch immer mal kaputte Wächter rum, ne? Nicht nur welche zum selber kaputt machen. Nicht am Baum anhängen, bitte. Gut, wo ist denn die kauzige Grata? Was ist das? Ach, das ist ein Waschbär, das Geräusch. Okay. Süß. Und da ist ein Truthahn. Ein Federvieh auf jeden Fall. Na, lass mich mal vorbei. Da oben ist die. Hier hochbacken wie in Skyrim? Geht. Als mein Name gegen den Berg flog, hast du ihn nicht zurückgeschickt. Du hast ihn im Herzen behalten. Ich weiß, auch wenn mein Bauch und meine Hände leer sind,
bin ich sicher in deinem Becken. Hallo, Grata. Urmutter, seit meiner Verbannung bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss. War ich nicht standhaft wie ein Stein. Sei mir gnädig, Urmutter, und sorge erneut für mich. Freu dich, Grata. Wieder einmal beschert die Urmutter dir Kaninchen. Urmutter, deine Stimme peitscht wie ferner Donner. Ich höre die Klagelieder, Urmutter. Ich würde einstimmen, habe aber meine Gebetsperlen am östlichen Ausblick vergessen. Fürchte ich. Warte in deinem Lager auf mich, Grata. Ich tu, was ich kann. Oh. Ja, sie mag sich an die Regeln halten. Scheinbar dürfen auch Ausgestoßene nicht miteinander reden. Aber die redet indirekt zu uns, ne? Mit ihren Gebetsperlen, das war ja schon ein bisschen so die Bitte, könntest du mal gucken und die wieder beschaffen. Nun, begib dich zur Spitze des Ausblicks. Wo ist denn der der östliche Ausblick? Ah, wieder in die Richtung runter erstmal, okay. Zur Spitze des Ausblicks, das klingt schon wieder so ein bisschen nach Höhe. Noch ein toter Wächter, den hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Gut, dass diese Dinger mal da oben drüber sind. Autsch! Ach Mädel, heul nicht rum. Hast du dir die Fußzehe an dem Stein gestoßen oder was? Oh. Vorsicht, da schleicht einer. Ich muss aber genau da lang. Natürlich muss ich genau da lang. Man könnte den ja auch mit dem Steinchen anlocken, oder? Da sind auch noch Pferde, da ist auch ein Lagerfeuer. Da sind wir schon wieder hier, wo... Gut, ich lasse die jetzt einfach mal... Und mach mich mal auf den Weg. Ich tue euch nichts, dann tut ihr mir bitte nichts. Das war gerade eine coole Bewegung. Oder kommen die jetzt bis hierher? Ich bin da relativ weit gerannt. Na? Ach Mensch, dreh um. Husch! Geh dahin, wo du herkommst. Also entweder kriegt der Welten und so ein riesiges, tentakeliges Maschinenwesen, oder... Schön leise jetzt. Ja. Oder aber wie so ein Hügelkrab bei Skyrim. Ah, da ist wie ein Countdown drumrum. Und dann wird er wieder blau, wenn das... Hat er jetzt Entwarnung gegeben. Sozusagen. Nix mehr hier. So. Dann... Oh, ein Mistwetter wieder. Ich frage mich, ob es hier irgendwann mal nicht so häufig regnet. Ob es hier mal Phasen gibt, die ein bisschen schöner sind. Hoppala. Aber schon interessant, wie sich bei so einer, ja, wie gesagt, ausgerotteten Hochkultur, wenn sich dann wieder so ein einfacher Stamm entwickelt, wieder auch wieder ein Glaube an irgendwas Übergeordnetes, an irgendeine Götterwelt, diese Urmutter in dem Fall eben sich bildet. Das ist schon spannend. An irgendwas müssen die Menschen wohl immer glauben. Irgendwas brauchen sie immer, das ihnen ihren Mut gibt. Sind das wieder die, die ich schon mal niedergemacht habe? Ja, ne, hier waren wir schon mal. Aber ich komme hier nirgends. Der Regen lässt nach. Fürs Erste bleibe ich verschont.
Ja, das ist doch schön. Ich komme hier nirgendwo irgendwie mal. Der Kriegerpfad durch die Felsen ist in der Nähe. Den brauchen wir dann wahrscheinlich. Hey, Keks. Du hättest ruhig ein bisschen näher kommen können, Kleiner. So, klappt das jetzt mit dem Anlocken? Die kommunizieren miteinander, ne? Der eine hat mich nur gesehen und der andere ist auch gelb. Nachdem der eine irgendwelche Tönchen gemacht hat. Und kommt natürlich einfach weiter. Sehr gut auf mich zu. Hier ist nichts passiert. Nein, nein, alles gut. Hier ist gar nichts Schlimmes. Das wird nicht funktionieren, wenn die beide hier stehen. Aber ich brauche meine Ruhe. Ihr hört auf, Maulaffenfell zu halten und geht weiter. Was für ein Fund. Okay. Nächste Runde. Kann ich dem einfach einen Stein an den Kopf werfen? Hallo? Bist du mit Blindheit geschlagen? Komm doch mal gucken. Ach Leute. So macht das Kind Spaß. Vor allem haben die relativ kurze Routen. Ja, aber jetzt kommt auch der schon wieder zurück. Genau das ist das Problem. So, und der andere ist jetzt rot, oder wie? Nee, oh, noch nicht. Noch gelb. So. Hab dich. Aber ich glaube, die respawnen, also bringt das gar nichts, hier aufräumen zu wollen. Gut, welcher Kriegerpfad? Der da, da muss ich hoch. Scheinbar. Grata mag Form sein, aber es braucht starke Arme, um schnell zum Ausblick zu gelangen. Begib dich zum... nicht auf der Seite entlang. Vor allem wie so schnell zum Ausblick, also soll ich mich jetzt hier auch noch beeilen? Euer Ernst? Und nun? Nach oben. Kommen wir nicht hoch? Ehrlich? Gott. Und das macht die Grata regelmäßig? Ja gut, das erklärt natürlich, was mir aufgefallen war, dass ihre Arme, nicht so ganz zu dem runzligen Gesicht gepasst haben. Ist hier... hier ist was Gelbes. Denn scheinbar kann man bei dem Spiel immer nur an diese gelben Dinger ran. Und nicht an irgendwas anderes. Ja, da oben ist einer. Kriegst du den? Keine anderen Kanten, nur was gelb markiert ist. Und ich frage mich ernsthaft, wie das irgendjemand hier gebaut hat. Ich meine, das da ist scheinbar auch schon halb abgestürzt.
Gut. Das sind aber auch Vorsprünge hier, oder? Ja. Und wieder gelb. Wer hat denn diese Teile in den Stein gehauen einfach? Und hoch. So, und wo sind jetzt die Perlen? Oh, hier würde ich jetzt richtig gerne mal synchronisieren. Entschuldigt, Gänse. Sieht interessant aus. Gratas Gebetsperlen. Gratas Gebetsperlen. Ich verstehe, dass sie zum Beten herkommt. Von hier aus sieht man Mutters Wacht. Ich frage mich, was mich mehr stört. Dass sie mich ignoriert? Oder dass sie bei all ihren Gesprächen mit Urmutter nie einsam ist? Ja, das ist es halt, ne? Drum entwickelt sich dann so ein Glaube. Da man denken kann, da ist noch jemand, der es gut mit mir meint. So, müssen wir jetzt zur Grata zurück? Bestimmt. Gibt es da auch einen schöneren Weg oder muss ich wieder irgendwie rumkraxeln? Aber das Seil wieder hochhangeln wird wohl nicht gehen. Lagerfeuer entdeckt? Hier. Aber man kann halt nur... Hä? Irgendwo da unten oder was? Man muss scheinbar diese Schnellreisepakete aufbrauchen, wenn man... Also man kann nicht beliebig schnell reisen. Und das finde ich dann schon ein bisschen doof. Darf ich hier lang? Ich bin seit Stunden auf den Beinen. Ich würde mich gerne mal hinsetzen. Unhöflich, Herr Ausbisch, was trinken? Wieso unhöflich? Ich habe gegrüßt. Wer ist denn hier unhöflich, du Ömmel? Und was bewacht ihr hier? Die Lande da hinten. Der schwarze Qualm da gefällt mir aber irgendwie nicht. Ich will ja nichts sagen. Aber das sieht ungesund aus. Das kann nicht stimmen. Ich sollte umkehren. Nee, ich will da hingucken. Was ist das? Man hört doch eindeutig Maschinen. Und Krater ist irgendwo... Begib dich zu Kraters Lager. Aber Ort kann nicht betreten werden. Darf ich hier sein? Oder werde ich... Langsam, langsam. Ja, doch. Oder werde ich dann vertrieben? Das ist dann die nächste Frage. Gut, gehen wir erstmal zu Grata zurück. Wir werden sicher noch erfahren, was da hinten ist. Hatte die nicht auch einen angenehmeren Weg nach oben? Die liebe Grata? Oder muss ich da jetzt wieder... Naja, so ungemütlich kraxeln. Da sind die Pferdchen. Kann ich hier gleich noch ein bisschen... Na, hier, sammeln. Kriege ich die mit einem Schlag tot? Und das grast einfach weiter. Ich frage mich, warum die so tun, als würden sie grasen. Ich meine, fressen... Fressen werden die ja in dem Sinne nicht. Es sind Maschinen. Auge oder die Behälter? Hm.
jetzt mal mit dem Nahkampf versuchen. Tut mir leid, wenn ich gerade so still war. Aber ich bin nicht der Bogenschütze und deswegen muss ich das mal ausprobieren, ob auch Nahkampf geht. Sorry. Ach, jetzt mach. Okay, da haben wir noch einen erlegt. Gut. Aber ihr kennt das ja schon von mir. Nee, hier haben wir nichts erlegt. Dass man da dann auch schnell mal still wird. Hier ist noch ein Wächterlein. Und dann die Pferde natürlich. Die Lohe, die schießt immer ein bisschen abseits. Wie es aussieht. Hier ist nochmal. So, hier hinten haben wir noch eins erlegt. Das ist jetzt die Frage, ob das aber auch schon zählt fürs... ob das auch schon zählt für die andere Queste. Na, willst du wieder grasen, du Kleiner? So, und du noch. Die suchen mich. Ja, aber warum sollte das dich suchen? Gut, und dann müssen wir noch mal ein paar Wieso sollte ich jetzt das Waffenrad? Ist das das hier, wo die üben wollten? Keine Ahnung. Das kann natürlich auch sein. Waffenrad und diese Stolperfalle auswählen. Kann sein, dass das der Übungsbezirk sein sollte. So, hier ist noch eins. Okay. Ich dachte, ich hätte auch noch eins erlegt, aber ich weiß gerade nicht, wo das ist. Das da sucht mich. Aber warum denn? Jetzt geht das hinter den Felsen. Dabei wollte ich doch nur der lieben Grata ihr Zeugs zurückbringen. Ich dachte, hier wäre noch eins, das ich noch nicht ausgeräumt habe. Sollte ich mich so getäuscht haben? Ja, doch, ich drücke L1 und... Ich hab, was ich wollte. Jetzt auf zu Rust am Nordtor. Die machen wir auch nochmal. Huch. Auch nochmal neu. Beutel-Upgrade verfügbar. Lohe 0 von 3. Huch. Nein, wir gehen jetzt nicht... zu Rust, zum Nordtor. Wir gehen jetzt erstmal noch zur Grata und bringen ihre Perlen. Ich dachte, die rennen weg, wenn... Wieso greift denn das jetzt an? Hieß es nicht, die fliehen? Mann. Ja, das sind ganz harmlose. Die laufen weg, wenn man sie ärgert. Jetzt nicht etwa hier runter. Also so haben wir nicht gewettet, du dummes Vieh. So haben wir wirklich nicht gewettet. Ich habe hier ein Rendezvous. Aua! Ein Rendezvous mit einer Grata.
Ach, und jetzt haust du wieder ab. Mann, Mann, Mann. Aber gut zu wissen, dass Wasser kein Schutz ist. Maschinen scheuen das Wasser in dieser Welt nicht. Und können sich da auch noch besser bewegen als ich. Nicht schon wieder. Was nicht schon wieder?